Ich glaube fest daran, dass wir unser Ziel erreichen, das wir vor der Saison ausgegeben haben, 1-6, und das wird sich überhaupt nicht verändern. Ne, haben wir gar keinen Grund, so das irgendwie zu verändern. Ne, das war ein sehr, sehr hochgestecktes Ziel und da sind wir mitten dabei, das zu erreichen. Und es wird auch keine Enttäuschungen geben, wenn man möglicherweise Vierter wird oder so. Dann sind wir immer noch, darum gibt man Ziele vor einer Saison auf und da sollten sich alle immer wieder auch dran erinnern. Was erhoffen Sie sich denn davon, hier zu sein und nicht in Düsseldorf? Also warum der Ortswechsel? Das ist bei mir immer so, dass wir eine Mannschaft vor der Saison mal eine Woche zusammenziehen. Das ist für den Teamgeist ist das ganz gut. Für mich ist das ganz gut, dass ich hier viele, viele Gespräche führen kann. Für die Spieler, die haben nichts anderes als Training und Fußball im Kopf. Die werden nicht abgelenkt durch irgendwelche Nebensächlichkeiten. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist der Fußball. Gerade bei den Belastungen, die wir im Trainingslager haben. Und deswegen fahre ich sehr, sehr gerne ins Trainingslager.